Ich hoffe mal, dass ich da nachher irgendwie da noch rankomme. Wenn ich das geschafft habe. Also gut, machen wir es nochmal so. Wenn ich so jetzt hier was reinwerfe, fliegt es genau in die gegenüberliegende Richtung. Wenn ich es hier reinwerfe, landet es dann hier? Ja, landet es. Das heißt, eigentlich müsste, wenn ich hier jetzt eine Schurike reinwerfe, genau die da landen. Wenn ich hier eine Fackel reinlege, müsste die genau da landen. So, und wenn ich hier jetzt einen Blowdart reinwerfe, genau, müsste das hier aufgehen. Mach mal wieder frisches Licht. Und ich habe was aufgehen gehört. Ja, diesen Raum hier. Hier sind ein Haufen angenagte Knochen. Aber ich habe auch das Gefühl, dass hier irgendwo dann der Durchgang ist. Nein. Ja, doch. Hi, Jungs. Gemeinheit. Da kommt her. Kommt her und stirbt. Genau. Ihr seid ja mittlerweile nicht mehr so gefährlich. Aber trotzdem. Ich spiele auf schwer. Ich sollte die Jungs nicht auf die leichte Schulter nehmen. Was hast du eigentlich für Traits als Fighter? Ah, das ist nice. Aggressive, you. Healthy, light armors. Okay, dann kann ich mir noch die Bogenschützen da gleich schnappen. Auch wenn mich das jetzt hier in dem Raum einsperrt. Du bist out of energy. So. Wo? Ja, die Bogenschützen sind immer noch nervig mit ihrem Krabbengang. So. Und ich habe das Gefühl, sie sterben nicht mal annähernd so schnell wie ihre Nahkampfkumpels. So. Hier war nur die Nische. Okay, das plündere ich erst, wenn ich die Statue habe. So. Den Zauber. Ich habe so ein gutes Gefühl, dass wenn ich die hochnehme, irgendwas passiert. Tut es aber nicht, hä? So, jetzt kann ich hier drüben das Zeug wieder an mich nehmen. Hier haben wir erst einmal eine schwere Waffe. Special Attack. Bist du stärker als die? Ja, bist du definitiv. Und du bist zu schwer für alle. Was bleibt dann da? Wahrscheinlich bleibst du dann da. So, du brauchst deine Sachen wieder und was zu essen. Fackel nehme ich sicherheitshalber auch mal mit. Schurik kommt wieder mit, falls wir wieder werfen müssen. Dein Pfeil auf jeden Fall, den du verballert hast. Und
Ja, noch eine Fackel. Das sind aber nicht die einzigen Fackeln, die ich hier abgesetzt habe, oder? Ne, hier ist noch eine. So, Fackeln als Ersatz zum Werfen. Nehmen wir einfach die da noch mit. Und du bist überladen. Gut, dann bleibt die Fackel halt da. Auch gut, so. Gut. Das heißt, wir haben jetzt schon mal zwei der Gegenstände. Das bedeutet, wir speichern erstmal wieder. So, LP046. Und dann gucken wir uns... ja, da oben ist auf jeden Fall etwas, aber ich weiß nicht, wie man rankommt. Höchstens. Hier ist aber sonst nichts. Und ich sehe genau, dass da oben was ist. Aber hier ist kein Knopf irgendwo versteckt. Nein. Hier auch nirgends und hier auch nicht. Also hier müsste irgendwo ein Verbindungsgang sein. Hier an dieser Stelle. Ah. Was haben wir hier? Crystal Shard of Protection. Protects the party against physical damage. Für 40 Sekunden. Cool. Das könnten wir bei den Ratten gut einsetzen. Also wenn wir da bei dem I Dare You runterspringen würden. So. Sind wir wieder im Hauptraum. Können hier wieder... Falsch. Und ja, hier sind definitiv die Mäuse oder die Ratten dahinter. Okay. Gehen wir erstmal den oberen Weg lang. Die Kreuzung. Okay. Und ich höre schon wieder Flatterviecher. Jupp. Das hier ist ein nettes Schieberätsel, würde ich mal meinen. Und das andere. Ist schon mal ein Weg runter. Ein Knopf. Oh. Ja. Kisten. Mit Essen dahinter. Und einer Fackel. Und ich höre es flattern. Oh oh. Blitzechsen. Wo bin ich? Ah, hier hinter der Leiter. Oh, schnell hoch. Kommst du hochgeflogen? Scheinbar nicht. Wow. Wow.
So, stirb. Die sind zum Glück nicht ganz so heftig. Du warst aber nicht die Einzige. Und ich sehe da unten Schleime. Ja. Aber mit Schleimen und Echsen möchte ich mich nicht unbedingt gleichzeitig anlegen. Deswegen komm her. Wow. Ja. Das war ein schöner Treffer. Wow, du kommst hoch. So, kriegst Eis, kriegst das ab. Wie weit eigentlich bis zum... Wow, wir haben bald das nächste Level ab schon wieder. Sehr schick. So. Da unten gibt es keine Leiter. Ah, das ist übel. Und Licht geht aus. So. Das ist übel, dass es da keine Leiter gibt. Das heißt, ich probiere das erstmal nicht, sondern ich probiere erstmal dieses andere Rätsel. Auch wenn ich da solche Fliegeviecher gehört habe. Aber da weiß ich wenigstens, wo eine Leiter ist, zum wieder hochkommen. Ups, das war falsch. Also erstmal hier unten umgucken. Okay. Ja. Das kann nicht so einfach hier sein, oder? Du kannst nicht verschoben werden. Du bist irgendwie defekt. Ja, wie macht man das denn am besten? Jetzt habe ich den einmal im Kreis geschoben, hä? Da muss ich mich mal kurz da oben etwas umsehen. Ob das noch einen Weg gibt. Weil dich kann ich nicht verschieben. Und hier kann ich nichts hin verschieben. Ich kann hier einen hin verschieben. Das bringt mir allerdings nichts. Ups. Das bringt mir genauso wenig, was wenn ich dich hier hin verschieben würde. Ne? Nee. So bringt mir das auch nichts. Halt, Moment mal. Die Druckplatte kann ich theoretisch von da aus dann abwerfen. Kann ich das? Ah, ich kann mir gar nicht rüber, Mist. So, dann gehst du halt da mal hin. So. Und so. Kann ich von hier aus jetzt diese Druckplatte hier abwerfen? Geht das Licht schon wieder aus? Nein, habe ich mich getäuscht. So, das war die Druckplatte. Hat die jetzt was gemacht? Gebracht? Weil hier wäre die andere. Ah, ich muss die gar nicht abwerfen, merke ich gerade. Ich kann ja auch einfach hier was durchlegen. Okay, das Summen macht mich schon etwas nervös. Und dann sehe ich da die letzte Druckplatte. Okay. Nee. Ja, wie soll ich jetzt an die bitte rankommen? So weit kann ich nämlich gar nicht werfen.